Hallo und herzlich willkommen bei Beyond Brezel Tabletop. Heute erzähle ich euch, wie ihr das Beste aus einer Niederlage machen könnt. Wenn ihr bei meinen bisherigen Spielberichten gut aufgepasst habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich nicht unbedingt der beste Spieler bin. Ich spiele für mein Leben gern, das ist für mich eigentlich der wichtigste Teil beim Tabletop-Hobby für mich persönlich und ich spiele gerne wahnsinnig viele verschiedene Spiele gleichzeitig und das heißt aber auch, dass ich nie gut genug werde bei einem Spiel, um wirklich konstant gute Leistungen zu bringen. Das hat für mich in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass ich immer mehr weg bin von Turnierspielen und von sehr kompetitiven Spielen und eben mehr zu dem, wo ich jetzt gerade bin. Beim Bier- und Brezel-Spielen habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Aber letzten Endes, was es heißt, ist, ich verliere oft und das liegt auch nicht daran, dass ich mit der Kamera spiele. Also grundsätzlich, klar, Kameraspielen ist nochmal was anderes als ganz frei ohne Kamera zu spielen, aber generell, ich verliere auch, wenn ich keine Kamera dabei habe. Da könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Aber, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ich habe immer Spaß beim Spielen, weil ich mir schon vor langer Zeit so ein paar Grundpunkte zurechtgelegt habe und für mich selber ein paar Entscheidungen getroffen habe, die dazu führen, dass ich einfach grundsätzlich Spaß habe beim Spielen, ganz unabhängig davon, ob ich gewinne oder ob ich verliere. Ich habe meine persönliche Spaßstrategie, wie ich das mal so nennen darf, in zwei Punkte eigentlich unterteilt. Der erste Punkt, der kommt noch so ein bisschen aus meiner Zeit, wo ich eher kompetitive Spiele gespielt habe. Und das ist der Punkt, ich versuche immer, womöglich aus meinen Niederlagen zu lernen. Es ist klar, wenn man ein Spiel komplett verwürfelt hat, dann lässt sich da recht wenig daraus lernen, aber was man natürlich immer machen kann und was ich auch sehr gerne mache, gerade bei Spielen, wo ich weiß, okay, hier habe ich noch ein Lernpotenzial, ist, frag den Gegner, was schiefgegangen ist. Also im Prinzip, wenn ich verliere, dann gerade in einem Turniersetting oder wenn ich früher auch mich vorbereitet habe auf ein Turnier, dann habe ich meinen Gegner gefragt, hey, was hätte ich denn anders machen können? Wo ist hier für mich der Lerneffekt? Hätte ich mich anders hinstellen sollen? Hätte ich hier die Einheit anders aktivieren sollen? Wie auch immer. Also ihr wisst, wie es läuft. Und das ist was, das für mich sehr, sehr viel immer gebracht hat, weil natürlich die andere Perspektive, die von meinem Gegner, der gewonnen hat und der oft auch sehr souverän gewonnen hat, viel wertvoller ist als meine eigene Perspektive, die ich habe in dem Moment, wo ich sage, ja, das habe ich jetzt irgendwie, versaut und keine Ahnung, vielleicht habe ich auch schlecht gewürfelt und ja, blödes Spiel. Weil letztendlich ist es in den meisten Fällen nicht so. Wenn das Spiel anständig ist, wenn das Spiel gut ist, dann ist es meistens so, dass man selber einen Einfluss darauf hatte, ob man verliert oder gewinnt. Und in dem Fall hat man Einfluss darauf gehabt, ob man verliert. Und in den Fällen versuche ich dann halt einfach was rauszuziehen. Also ich versuche draus zu ziehen, okay, das mache ich das nächste Mal anders. Oder hey, vielleicht sollte ich mal diese Einheit durch diese Einheit austauschen. Vielleicht hat die jetzt in diesem Matchup nicht so performt und so weiter und so fort. Also im Prinzip, das ist so ein ganz simples Prinzip, was ihr bestimmt auch schon von anderen Leuten gehört habt. Aber glaubt mir, das funktioniert. Redet mit eurem Gegner, fragt euren Gegner, was ist schiefgelaufen auf meiner Seite? Und wenn es ein guter Gegner ist, was ich bei den allermeisten Fällen jetzt mal einfach voraussetze, dass die Leute alle cool sind beim Spielen, dann wird euer Gegner euch auch sagen können, was, an welcher Stelle ihr vielleicht einen kritischen Fehler gemacht habt, den er ausgenutzt hat. Oder an welcher Stelle er vielleicht einen Fehler gemacht hat, den ihr irgendwie nicht ausgenutzt habt, weil ihr es nicht gesehen habt. Das ist einfach. Erfolg beim Spielen ist ganz viel auch die Spielsituation lesen und da ist das Vier-Augen-Prinzip natürlich doppelt so viel wert. Mathe. 3 Punkte im Abi. Ja, das ist für mich so der Punkt beim kompetitiven Spielen. Aus Spielen lernen, aus Niederlagen lernen. Nicht einfach resignieren und sagen, das war's jetzt, doofes Spiel, sondern einfach zu sagen, okay, nächstes Mal mache ich's besser. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Aspekt und das ist so ein bisschen das, was eigentlich eher mehr Relevanz hat jetzt, wo ich ein bisschen anders spiele als früher, wo ich nicht mehr so die kompetitiven Spiele spiele. Und das ist ein bisschen schwieriger in einem Punkt zu fassen, aber ich versuche mal zu sagen, ich versuche immer im Spiel meine eigenen Ziele zu verfolgen.
Das heißt, das beste Beispiel mal, mein letzter Spielbericht, Infinity. Ich hoffe, ihr habt den Spielbericht jetzt alle gesehen. Deswegen, es wird jetzt nämlich gespoilert, ich habe verloren. Und ich habe richtig verloren. Ja? Also ich habe richtig auf die Ömme gekriegt und ich habe richtig Spaß gehabt bei dem Spiel. Weil ich habe schon relativ früh in diesem Match bemerkt, das wird schwierig. Das wird schwierig noch rauszureißen. Ich habe es versucht. Also ich habe nicht das Spiel aufgegeben in dem Moment, wo mein Tag kaputt war. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, das wird schwierig jetzt. Was ich aber mir vorgenommen habe, ist, dass dieser lästige Shaolin, der meinen Tag zerdeppert hat, dieses Spiel nicht überleben wird. Das war mein Ziel für das Spiel, das war meine kleine Geschichte, die dieses Spiel erzählen sollte. Wie dieser freche kleine Shaolin nicht nur meinen Tag, sondern dann auch gleich meinen Havar-Hacker auch noch umlegt. Für 5 Punkte und der wird dann nicht ungeschoren davon kommen, ganz einfach. Und das ist die Story, die mein Spiel erzählt hat dann nachher. Ich habe verloren, aber ich habe diese kleine Story zu erzählen, die natürlich auch eher wieder eine Story für die Yujing ist, die so erfolgreich waren. Aber es hat das Spiel irgendwie für mich wieder spannender, interessanter gemacht. Und das ist was, an das ich mich jetzt wieder gerne erinnere, weil das ein cooler Moment war eigentlich. Und ich auch so ein bisschen die Befriedigung rausgezogen habe, dass ich ihn am Schluss noch erwischt habe. Und das kann man bei jedem Spiel so machen. Also wenn man merkt, das Spiel läuft nicht für einen selbst, dann fangen eigentlich die richtig interessanten Geschichten an. Dann fangen irgendwie diese Momente an, wo man so ein letztes Aufbäumen, so ein Last-Stand-Szenario hat, wo noch so ein letzter Trupp, der noch übrig ist, noch verzweifelt die Stellung hält und versucht noch irgendwie diesen einen Panzer auszuschalten oder dieses eine Modell auszuschalten oder irgendwie noch was zu machen, was irgendwie einen Impact hat, irgendwie einen Einfluss, zwar nicht in diesem Spiel, aber in dieser Geschichte, die man sich um das Spiel herum gebaut hat. Und das ist was, das, ich sage euch, das funktioniert immer. Ja? Es ist, und selbst wenn es die schmachvollste Niederlage nachher ist, solange man so ein bisschen den moralischen Sieg noch nachher mit sich rausholt oder zumindest sich selbst sagen kann, ich habe es versucht, ich habe versucht, noch was zu machen, dann kann es gar nicht so schlecht sein. Und das ist sowas, das, ja, also das hat bei mir immer wieder funktioniert und glaubt mir, das macht auch für euren Gegner das Spiel spaßiger, weil das ist für mich auch immer sehr wichtig, dass beide Seiten Spaß haben und ich weiß auch, an so einem, den Gegner einfach zu überfahren, macht auch nicht unbedingt immer Spaß, weil man ja auch nicht, also man hat keine Herausforderungen daraus, man weiß vielleicht, okay, das liegt jetzt daran, dass mein Gegner viel weniger erfahren ist als ich und also ich habe hier jetzt nicht wirklich was geleistet, ich habe hier auch nichts gelernt, sondern ich habe einfach den Gegner platt gemacht und wenn der Gegner dann auch noch, ja, down ist, betrübt, vielleicht sogar ein bisschen angepieft, pumpig, wie auch immer, dann macht es natürlich noch weniger Spaß. Und das ist für mich deswegen wichtig. Klar, ich tilte auch mal, auch wenn ich mal einen schlechten Wurf habe, dann ärgere ich mich auch kurz, aber ich versuche das wieder ein bisschen abzuschalten und trotzdem meinen Spaß beim Spiel zu haben und dass wir halt weiter dieses Spiel weiterspielen, diese Story weiterspielen, die letzten Endes da erzählt wird auch mit diesem Spiel. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und das ist grundsätzlich sowas, das mache ich einfach gerne und macht Spaß, so ein Spiel zu verlieren. Das klingt so ein bisschen komisch, aber das sind wirklich die Geschichten, die einem nachher im Kopf bleiben. Und das sind so ein bisschen meine zwei Hauptpunkte, an denen ich mich versuche immer zu orientieren, wenn ich Spiele spiele. Ich gucke immer so ein bisschen, welche Art von Spielen ich spiele. Wenn ich ein kompetitives Spiel spiele, dann schaue ich, wenn ich verliere, okay, ich versuche jetzt hier dann einen Lerneffekt, eine Lernerfahrung draus zu machen. Wenn es vor allem ein Bier- und Brezel-Spiel ist, was ja die meisten Spiele gerade sind momentan, dann versuche ich, eine Story draus zu machen. Dann versuche ich, meine eigenen moralischen Ziele zu finden, meine eigenen Ziele zu stecken und noch ein bisschen was rauszuholen aus diesem Spiel, dass es eben für alle eine positive Erfahrung ist, inklusive mir selbst. Und ich wollte noch einen letzten Punkt ansprechen, der so ein bisschen weniger mit dem reinen Spaß beim Verlieren zu tun hat, sondern so ein bisschen um das Verlieren selber geht. Und zwar das Thema, wann ist ein Spiel eigentlich verloren? Gerade wenn wir wirklich von den tatsächlichen Szenario-Siegbedingungen ausgehen. Weil
es ist mir schon oft passiert in der Vergangenheit und ich kenne das auch von Computerspielen, dass so irgendwann, wenn ein Spiel nicht gut läuft, man verwürfelt ein paar Würfel oder wie auch immer, dann tiltet man. Ja, das ist so, ich weiß gar nicht, woher der Begriff kommt. Das ist Englisch tilt im Sinne von man neigt sich. Ja, also das ist im Prinzip heißt es, man gibt im Kopf das Spiel verloren. Das heißt, in dem Moment, in dem man tiltet, geht man nicht mehr davon aus, dass man das Spiel noch gewinnen kann. Und dementsprechend spielt man dann auch. Das heißt, Entscheidungen, die man trifft, werden nicht mehr überdacht. Man würfelt einfach nur so ein bisschen vor sich hin, man schiebt halt die Figuren vor und denkt so, ah, komm, Hauptsache ist schnell vorbei. Und man wird vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt, weil man weiß, okay, das ist jetzt nur noch Zeitverschwendung, das Spiel ist eigentlich vorbei. Oder im schlimmsten Fall, man wirft einfach alles hin und sagt, hier, bitte, das Spiel ist verloren, du hast gewonnen. Und das ergibt keine gute Spielerfahrung für beide. Und es raubt einem selbst die Möglichkeit, eventuell das Spiel noch rumzureißen. Auch hier ein hervorragendes Spiel, ein hervorragendes Beispiel. Mein erstes Infinity-Match, was ich mit dem Thorsten gespielt habe. Das ist für den Thorsten ausgegangen am Schluss, weil ich ein paar doofe, leichtsinnige Entscheidungen getroffen habe, nicht so ganz aufs Szenario gespielt habe. Und letzten Endes hat Thorsten ja gewonnen, aber so in der Mitte vom Spiel, wo für mich so ein paar Sachen richtig gut gelaufen sind, wo ich seinen Sniper weggeschossen habe und einfach so ein bisschen die Kontrolle über das Spielfeld übernommen habe, da war der Thorsten fast zu weit zu sagen, okay, das war's jetzt, ich habe da keine Chance mehr. Und wir haben gesagt, Thorsten, spiel das Spiel weiter, das Spiel ist noch nicht vorbei. Gerade bei Infinity kann extrem viel noch passieren. Und es ist halt passiert, dass ich meine Fehler gemacht habe. Und das kann bei ganz vielen Spielen immer wieder passieren, dass man selber denkt, das Spiel ist verloren, aber für den Gegner ist es gar nicht so selbstverständlich. Oder der Gegner wird super selbstsicher, weil er denkt, das Spiel ist absolut für ihn gewonnen und macht doofe Fehler. Und deswegen, das ist so ein wichtiger Punkt, versucht das zu vermeiden, versucht zu tilten, versucht nicht zu tilten, versucht das Spiel so lang zu spielen, bis es vorbei ist. Das Spiel ist dann verloren, wenn die letzte Runde rum ist, wenn der letzte Würfel gefallen ist, wenn der letzte Szenariopunkt verteilt ist. Dann ist das Spiel verloren. Bis dahin entscheidet ihr selbst, wie das Spiel für euch läuft. Sei es jetzt so, dass ihr wirklich dann doch noch schafft, irgendwie das Spiel rumzureißen und einen echten Sieg mitzunehmen, oder wenn ihr diese Zeit noch nutzt, das Beste aus dem Spiel zu machen. Also noch was zu lernen, was auszuprobieren oder eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist das, was ich euch mitgeben will. Nehmt aus den Spielen das Beste mit, was geht. Das ist Zeit, die ihr investiert. Die wollt ihr auch sinnvoll genutzt haben. Die wollt ihr mit Spaß gefüllt haben, weil darum geht es beim Spielen für beide Seiten. Und deswegen ist es wichtig, Spaß zu haben beim Verlieren. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und sagt mir doch, was ihr macht, wenn ihr verliert. Also sagt mir, geht ihr das ähnlich an wie ich? Habt ihr eure eigenen Strategien, wie ihr an Spiele rangeht, die nicht gut laufen für euch? Seid ihr jemand, der dann auch mal die Würfel hinschmeißt und sagt, no, das war's jetzt, fangen wir lieber nochmal ein Spiel an? Oder seid ihr jemand, der wirklich knallhart bis zum Ende optimistisch bleibt, durchzieht und schaut, was passiert? Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao und macht's gut.